Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt habe ich die Speicherkarten von der Kamera zerstört, weil ich immer voll nahe hingehe mit dem Ding, gell? Total nahe. Jetzt habe ich vergessen, wie ich die Feder ausgebaut habe, dass ich da einen Getriebeheber unterstellen muss. Ich ziehe die Schraube raus, das Ding fetzt runter, bam, voll auf die Kamera. Das Ding ist da zu Boden gekracht, die Speicherkarte ist da rüber geflogen und die war dann kaputt. Jetzt fehlt mir leider der Film, wie ich das Ding zerlege. Also erkläre es kurz. Ich habe da Riesenprobleme gehabt. Man sieht es eh gleich. Ich habe die Schraube abgerissen vom Stoßdämpfer. Die habe ich dann mühsam rausgebohrt und jetzt eine neue gekauft. Das kann ich wieder einbauen. Dann wollte ich unbedingt die Antriebswelle ausbauen. Aber das Ding, gell, das geht da hinten um 15 mm nicht raus. Egal was ich mache. Keine Chance. Ich müsste diese Schraube noch aufmachen und da oben die, und das habe ich dann gleich aufgeben, weil das alles abreißt. Das kann ich alles neigen. Jetzt habe ich einfach mit einem Abzieher das Lager rausgezogen da. Den Abzieher habe ich da auf der Antriebswelle angestützt und dann so rausgezogen. Das ist gegangen. Jetzt muss ich das putzen. Das war so eingerostet, das Lager. Das ist ganz übel, wenn Stahl auf Aluminium sitzt. Das ist so übel. Die Korrosion, das ist wie zusammengeschweißt dann. Ich hoffe, dass der Sensor nichts abgekriegt hat da. Ja, und jetzt baue ich alles wieder zusammen. Das Lager ist auch da. Okay, let's go. Also von vorne das Ganze. Da haben wir jetzt einen Skoda Octavia 4x4 und die Allrad sind wahnsinnig hart hinten zum Zerlegen, wenn es um eine Radlage geht. Gehen wir zum TÜV-Reparatur. Der hat vorne beim Spiegel den Blinker ohne Funktion. Im Spiegel den Blinker habe ich ersetzt. Leider ist das alles auf der kaputten Speicherkarte rum. Weiters hat er die Achsmanschette vorne links beanstandet, der TÜV. Und als drittes schwerer Mangel das Radlager hinten links. Deutliches Laufgeräusch. Und da sieht man jetzt, wie die Schraube vom Federbein abreißt. Halt und nichts mehr geht. Kleiner Schlagschrauber, großer Schlagschrauber. Jetzt bleibt nur mal die Verlängerung. Ich habe genau gewusst, dass es abreißt, weil es immer so ist. Aber du kannst da auch nicht einmal was anheizen, weil das Alu daneben, das frisst einfach, also das schmilzt einfach. Genau, du musst einfach hoffen, dass es vielleicht durchgeht und dann geht die Ralle mit Aufbohren los, alles aufgebohrt. Zuerst mit einem 6er Bohrer reingebohrt, dann mit einem 8er Bohrer. Und dann ist sie mit der Zange langsam gekommen, die Schraube. Aber das kann auch ganz böse enden und man muss alles neu geben. Was soll man machen, gell? Und da im Hintergrund ist der Peter Bertler und da gibt mir mal gute Tipps. Peter Bertler Seite, seines Zeichens in Pension, hat früher einen Schrottplatz gehabt und auch viel selber geschraubt bei den Autos. Aber ist oft ganz fein, wenn er da ist. Manchmal gibt er schon einen entscheidenden Tipp. Und hat einen Haufen Schrauben liegen, aber er hat leider auch keine gefunden, aber ein bisschen neu kaufen. Du musst jetzt noch mal Held sein und eine Schraube. Aber ein voller Zug kurz oder so, nicht? Also nicht frisst. Ja, geht jetzt mit der Hand. Ja. Wahnsinn. Winter ist auch noch ganz fliegen, weißt du? Das ist wichtig. Ja. Tag bevor wir die Arbeit umgekriegt haben, haben wir schon gesprüht. Aufgemacht. Das ist der E-Schraube. Aber ganz bist du gar nicht durchgekommen, gell? Nein. Kann man geschwächt diese Waren durchs Bohren. Weißt du, ja. Durch ist auch gegangen. Genau. Du musst mir jetzt so einen neuen Schrauben suchen. Ja. Wie lang muss er sein? Das sind die Radlagerschrauben von hinten. Die lassen sich aber Gott sei Dank lösen.
verrecken, mit dem Lager nicht raus. Also ich habe gedacht, die schraube die Antriebswelle raus, dann ist da wenigstens keine Spannung und nichts. Aber das war dann leider umsonst. Also habe ich mich entschlossen, die Antriebswelle drinnen zu lassen. Bleibt mir nichts übrig. Den Abzieher aufgesetzt und drücke jetzt gegen die Antriebswelle das Lager raus. Das ist so hautgegangen, das kann man sich nicht vorstellen. Voll auf Zug und prellen mit dem Hammer. Und das will nicht abgehen, das will nicht abgehen. Erst nach irrsinnig langer Zeit. Mit viel Klopfen und viel Herzblut ist es dann irgendwann einmal 1 Millimeter gekommen, dann 2 Millimeter. Und der entscheidende Augenblick hat mir leider gefallen, das zu filmen, weil ich habe mittlerweile ausschalten müssen, weil ich gedacht habe, das geht überhaupt nicht. Und dann ist auf einmal ausgesprungen und die Kamera war halt leider nicht an. Aber wir können es uns vorstellen. Das ist das Radlager mit einem ABS-Ring hinten drauf. Das ist der Magnetring da. Da muss man vorsichtig sein, dass das dann wieder genau da reingeht. Zackabum. Jetzt putze ich mal den Rost raus. Total zart, da der angefressene Rost. Puh, mit der Hand habe ich da gar nicht viel Chance, dass das gut wird. Jetzt muss ich gerade auf den Sensor aufpassen. Das ist also ein Spezialwerkzeug, was mir der Uli aus dem Schwarmländle geschickt hat. Mit dem kann man super Bleche entgraten. Aber man sieht ja, man kann andere Sachen damit auch machen. Zum Beispiel ist das da echt ein kleiner Problemlöser. Den Rost fraß ganz aus der Ecke von dem Lagersitz rauszubringen. Speziell um den Sensor rum, weil da kann ich mit nichts richtig arbeiten. Aber mit dem Entgrater geht das ganz gut. Schau her, hey, das geht, cool.
Aber kann ich ganz vorsichtig um den Sensor rum, der ist wegkratzen. Klasse. Der Uli hat mir da ja eine richtige Waffe gesendet. Danke, Uli. Jetzt werden wir es riskieren, das neue Lager reinzupressen da. Das geht super. Das geht ja viel besser, wie man gedacht hat. Und die Antriebswelle ist auch da. Ja, der Weltklasse. Die Welle kann ich mir jetzt mit der Schraube herziehen. Was man sieht. Ist jetzt so halb rein im Gewinde. Und die ziehen wir dann mit der Schraube her. Zwei D4 Schrauben zuerst machen, dass das Lager mal haltet und dann werde ich die Antriebswelle herziehen.
Neuer TÜV ist erledigt. Radlager war ein schwerer Job, weil die Allrad mache ich nicht gern. Und das Hauptproblem ist die Stahlschrauben, die sich in das Alu einfressen und wie verschweißt sein. Also das ist furchtbar. Achsmanschette war ein super Routinejob. Kann es auch Probleme geben, aber es ist das muss sehr gut gegangen. Auspuff war sehr gut. Und durch mein Malheur mit der Speicherkarte hat man leider nicht gesehen, wie das eingebaut habe. Aber ich erkläre es kurz. Man muss das Glas rausnehmen, dann sind oben zwei Schrauben für die Kappe und unten zwei Schrauben, das sind ganz kleine Dogs, so 10er Dogs, zwei Schrauben für das Blinkerteil und dann einfach das Kabel umstecken, fertig.
Man braucht aber schon auch ein bisschen Ruhe und Zeit, weil sonst macht man alles kaputt. Da muss man echt langsam und behutsam das Plastik irgendwie runterfummeln. Okay. Aber danke fürs Reinklicken wieder. Entschuldigung für die Werbung. Bis zum nächsten TÜV oder Rost. Schauen wir mal. Danke, ciao.